Die Kundengewinnung ist einer der größten Herausforderungen, wenn du eine Social Media Marketing Agentur aufbauen möchtest. Allerdings muss neben dem Vertriebsprozess, der so oder so stehen muss, erstmal die Frage geklärt werden, wo findest du denn überhaupt potenzielle Neukunden? Wo findest du potenzielle Leads? Wo bekommst du diese Personen denn überhaupt her? Weil viele kommen auf mich zu und sagen, Tainan, ich habe Bock, Kaltakquise zu machen, ich habe Bock, Cold-E-Mails zu machen, ich will DMs schreiben, ich will richtig Vertrieb machen. Aber wo finde ich denn überhaupt die Unternehmen, die potenziellen Kunden, die ich überhaupt anrufen oder anschreiben kann? Und dieser Frage widmen wir uns in diesem Video. Zuallererst klären wir allerdings mal die Frage, was ist denn überhaupt ein Lead? Ein Lead sind die Kontaktdaten eines potenziellen Kunden, eines potenziellen Unternehmens, dem du deine Dienstleistung anbieten kannst. Das heißt, du musst die Kontaktdaten des Unternehmens haben, damit du eine E-Mail schreiben kannst, anrufen kannst, vielleicht persönlich hingehen kannst, anschreiben kannst, um deine Dienstleistung anzupreisen. Leads sind am Ende des Tages so wichtig, weil es deine potenziellen Neukunden sind. Das heißt, das sind die Unternehmen, die dir für deine Dienstleistung, egal ob Facebook-Ads, Instagram-Ads, Content-Creation, Reel-Agentur, egal was du anbieten möchtest, die am Ende des Tages Geld dafür geben, dass du ihnen deine Dienstleistung anbietest. Deswegen darfst du niemals ohne Leads sein, weil wenn du keine Leads mehr in der Pipeline hast, dann wirst du auch keinen Neuumsatz machen, dann wirst du deine Agentur nicht aufbauen können, dann wirst du selbst irgendwann auch nicht davon leben können. Und falls du neu bist auf meinem Kanal, mein Name ist Thailand und letztes Jahr habe ich es geschafft, mit meiner Agentur über 100.000 Euro Umsatz zu erwirtschaften. Dieses Jahr war unser bester Monat, der Oktober 2023, da haben wir 50.000 Euro Auftragsvolumen erwirtschaftet und wir sind kontinuierlich am Wachsen. Wir haben eine eigene Datenbank von über 4.000 Leads in unserer Zielgruppe und wir wissen ganz genau, was wir machen, wenn es um das Thema Lead Sourcing und Agenturaufbau geht. Das heißt, ich werde dir jetzt hier in diesem Video hands-on zeigen, wie du so eine Leadliste aufbauen kannst, wie so eine Leadliste aussehen sollte, damit du dieses Asset hast und kein Problem mehr hast, Leads zu gewinnen und am Ende des Tages auch Neukunden zu gewinnen für deine Agentur. So, wir sind jetzt an meinen Bildschirm gesprungen. Hier habe ich dir mal eine Leadliste als Google-Tabelle angelegt, damit du erstmal weißt, welche Daten brauchst du überhaupt von den Unternehmen, welche sind nice to have, wie sollte so eine Leadliste aussehen, damit du einfach mal ein Gefühl dafür bekommst. Ich würde dir relativ schnell raten, auf ein CRM umzuswitchen, ein Customer Relationship Management System, weil so eine Leadliste auf Google oder auf Excel relativ schnell unübersichtlich wird und viele CRMs dort draußen kostenlose Versionen haben, die wirklich schon sehr, sehr gut sind. Wir haben auch mit einer Excel-Liste angefangen bei AdLeads, aber wir haben relativ schnell auf ein CRM geswitcht, weil wie gesagt, es ist einfach professioneller. Es gibt dir weniger Kopfschmerzen, weil so eine Leadliste wird sehr schnell sehr unübersichtlich. Wenn das HubSpot-Tutorial schon draußen ist auf diesem Kanal, dann werde ich sie hier oben irgendwo verlinken. Schaust dir gerne an. Wir arbeiten aktuell mit HubSpot. HubSpot hat eine kostenlose Version. Die haben wir nicht mehr, aber haben sie lange genutzt. Und die ist wirklich sehr, sehr gut. Aber lass uns direkt mal starten in die Leadliste. Wie sollte denn so eine Leadliste aufgebaut sein? Also wenn du in die Recherche gehst, welche Informationen solltest du von Unternehmen sammeln? Da gibt es erstmal den Vornamen, den Nachnamen und die Position des Entscheiders. Das ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen hier nicht die Kontaktdaten der Vorzimmerdame oder die Kontaktdaten von jemandem aus dem Marketing, sondern wir brauchen wirklich einen Entscheider. Bei kleinen Unternehmen ist der Geschäftsführer direkt der Entscheider und an denen kommt man relativ schnell ran. Bei Unternehmen, je nachdem welcher Branche, die 20, 30, 40, 50 Mitarbeiter haben, meistens auch bei 100 Mitarbeitern, kommst du relativ schnell an diese Entscheider ran. Und da brauchst du einfach Vorname, Nachname und die Position. Bei größeren Unternehmen sind es dann vielleicht Personalleiter, sind es dann vielleicht Marketingleiter, je nachdem, was für eine Dienstleistung du anbietest. Aber da brauchst du auf jeden Fall den Vornamen und den Nachnamen, weil wenn du bei der telefonischen Kaltakquise bist, kannst du direkt nach dem Herr Mustermann fragen zum Beispiel. Wie du das recherchieren kannst, ist total simpel. Du gehst einfach auf die Webseite, gehst in das Impressum und dort stehen meistens die Verantwortlichen für das Ganze und die sind meistens auch die Geschäftsführung. Also Vorname, Nachname der Geschäftsführung und die Position, also des Entscheiders, die Position, dann Name des Unternehmens, Webseite des Unternehmens, weil wir dort natürlich auch alles recherchieren, die Telefonnummer vom Entscheider, wenn du sie findest, wenn du sie nicht findest, kein Problem, dann hast du die Telefonnummer der Zentrale, da kannst du auch immer anrufen und nach dem Herr Mustermann fragen. Dann haben wir noch die E-Mail vom Geschäftsführer, die habe ich schon als nice to have deklariert, also alles was hier grün ist, ist nice to have, weil wenn du zum Beispiel telefonische Kaltakquise machst, dann brauchst du keine E-Mail, dann rate ich dir auch, schicke so wenig wie möglich E-Mails raus, weil das bringt nichts, wir haben hunderte rausgeschickt. Viele sagen dir, ja, schicken Sie gerne eine E-Mail an die Info@. Sobald du Info@ hörst, kannst du sowieso schon abschalten, weil diese E-Mail wird nie gelesen. Wenn sie gelesen wird, sie wird meistens in die Tonne geworfen. Das bringt meistens nichts. Deswegen ist es nice to have, wenn du die E-Mail hast, ist okay. Vor allem, wenn du dann zuerst mit ihm im Austausch bist und dann die E-Mail von ihm bekommst, ist natürlich sehr wichtig. Kannst du die Termineinladung hinschicken, aber es ist kein absolutes Muss. Aber meistens kriegst du eine zentrale E-Mail-Adresse, die kannst du dir gerne hier eintragen. Umso mehr Daten du hast, desto besser.
Aber ich zeige dir jetzt wirklich nur die Daten, die du unbedingt brauchst, um reinzugehen in den Vertrieb und nicht in Recherche verfällst und einfach nur recherchierst und dann trotzdem dich von der Akquise drückst. Dann haben wir Mitarbeiteranzahl, ist gut zu wissen, aber musst du nicht unbedingt. Wenn das Unternehmen viele Mitarbeiter hat, kannst du davon ausgehen, dass sie irgendwann mehrere Departments haben, eine Personalabteilung, eine Marketingabteilung, ein Operations-Team etc. Und du kannst auch von einem gewissen Umsatz ausgehen, wenn du weißt, dieses Unternehmen hat 100 Mitarbeiter. Dann die Branche ist auch sehr gut. Wenn du dich noch nicht auf eine Branche fixiert hast, kannst du 50 Leads von Baubranche, 50 Leads von Photovoltaikbranche, 50 Leads von etc. pp-Branche, kannst du hier reinpacken. Dann die Stadt, auch nice to have, musst nicht unbedingt wissen, wo die herkommen. Bundesland, auch nice to have. Wie gesagt, ist alles sehr, sehr leicht rauszufinden. Wenn du ins Impressum der Webseite gehst, dann kriegst du diese ganzen Infos und wenn du sie kriegst, dann füll sie auch natürlich aus. Aber diese Sachen brauchst du nicht, um Akquise zu machen. Ich möchte dir auch hier wirklich zeigen, du brauchst nur ein Minimum, damit du Akquise machen kannst. Lenk dich nicht mit solchen Sachen ab. Oh, ich bin jetzt am Leads recherchieren, ich mache was für mein Business. Klar, du machst was für dein Business, aber lenk dich nicht mit diesen Sachen ab, sondern recherchiere die Leads und dann gib richtig Gas und ruf diese Leads an und gewinn am Ende des Tages Kunden. Und dann haben wir hier noch eine Spalte für Notizen, weil die meisten Menschen, die Akquise machen, die eine Agentur aufbauen, die denken, sie rufen eine Person einmal an und dann kriegen sie einen Termin oder sie kriegen keinen Termin. Aber ich sage euch eine Sache, die Realität sieht komplett anders aus. Die Realität ist, das Geld liegt im Follow-up. Wie oft habe ich Leads angerufen und sie nicht erreicht? Der Entscheider war nicht da, der Entscheider war krank. Der Entscheider war im Meeting, ich wurde nicht durchgestellt, ich war zu schlecht, die Vorzimmerdame wollte mich nicht weiterlassen. Der Entscheider war da, hatte aber keine Zeit zu reden. Ich habe tatsächlich, einer der größten Kunden, den wir gerade betreuen, den habe ich 50 Mal angerufen. 50 Mal habe ich diese Nummer gewählt, bis ich einen Termin mit dieser Person hatte, dann einen Quali-Call machen konnte, dann einen Sales-Call machen konnte und dann die Person abschließen konnte. Und das ist jetzt mittlerweile unser größter Kunde, den wir betreuen, mit einem fast fünfstelligen Retainer. Das ist die Realität. Die Realität ist nicht, du rufst ein Lead einmal an und dann erreichst du ihn und kommst direkt durch zum Entscheider und der Entscheider hat Zeit und macht einen Termin mit dir. So funktioniert das Spiel nicht. Das Geld liegt im Follow-up. Und deswegen brauchst du Notizen. Du musst dir aufschreiben, was du mit diesen Personen alles geredet hast, besprochen hast. Ist die Person im Urlaub? Okay, dann rufst du in 2 Wochen nochmal an, fragst die Vorzimmerdame, schönen guten Tag, Frau Müller, ich hätte gerne mit dem Alexander Mustermann gesprochen. Ist er denn aus dem Urlaub wieder da? Direkt wird sie denken, okay, in irgendeiner Art und Weise hat der Herr Sentürk mit der Frau Mustermann oder mit dem Herrn Mustermann schon gesprochen, weil er weiß ja, dass sie im Urlaub war. Okay, let's go. Ich kann sie direkt durchlassen. Du brauchst Notizen, du brauchst eine Datenbank, wo du das Ganze hinterlässt, weil wenn du jedes Mal wieder von Neuem anrufst, hast du kein Wissen von diesem Unternehmen, worauf du aufbauen kannst. Und Unternehmen oder Entscheider sind auch nur Menschen, die geben dir den Termin, wenn sie dir vertrauen. Und Vertrauen baust du eben auf, wenn du halt mehr Informationen über diese Person hast, wenn du weißt, dass sie auf Fortbildung ist, danach im Urlaub war und vielleicht noch geheiratet hat, dann, wenn du diese Informationen über die Person hast, wirst du eher den Termin bekommen, als eine Person, die komplett kalt anruft und keine gute Kaltakquise betreibt. Das gehört einfach dazu und deswegen hier die Spalte für die Notizen, dass du die Notizen einträgst. So, und jetzt kommen wir zu den Strategien, wie du diese Leadliste auch mit potenziellen Kunden füllen kannst. Für jeden Geldbeutel ist eine Strategie dabei, weil es gibt manche, die haben einfach gerade kein Budget, um Geld auszugeben für Leads und andere sagen, hey, ich will nicht die Zeit investieren, ich habe Geld auf der hohen Kante, ich möchte jetzt gerne in Leads investieren und kauf mir Leads oder beauftrage ein paar andere Sachen, dafür habe ich auch Strategien da. Grundsätzlich musst du dir einfach eine Sache merken. Entweder du investierst Zeit oder du investierst Geld. Wenn du kein Geld hast, dann musst du deine eigene Zeit investieren, um Leads händisch zu recherchieren. Habe ich auch gemacht, ist hart, aber da musst du durch, wenn du kein Geld investieren kannst. Wenn du Geld investieren kannst, dann kannst du dir deine Zeit sparen und kannst verschiedene Strategien nutzen, um Leads von anderen akquirieren zu lassen oder Leads zu kaufen. Und das zeige ich dir alles heute. Also die allererste Strategie ist, dass du ganz klassisch einfach selbst Leads recherchierst. Da gibt es verschiedene Seiten. Ich gebe dir eine Seite, das ist ein Geheimtipp, nämlich Google. Geh auf Google und recherchiere einfach die Leads aus deiner Region. Wenn du zum Beispiel Facebook-Ads anbietest für lokale Unternehmen, egal welche Branche, dann gib einfach mal deine Stadt ein und recherchiere einfach mal nach jedem Business, das in deiner Region ist, egal ob es ein Friseur ist, egal ob es ein Bäcker ist, egal ob es irgendwas anderes ist, recherchiere auf Google diese Unternehmen, geh auf deren Webseite, geh in deren Impressum und hol dir die Daten, die du brauchst. Google ist eine Seite, gelbe Seiten ist eine andere Seite, ist auch sehr gut, weil das ist schon ein Branchenverzeichnis. Gehen wir mal einfach mal drauf, mal sehen, was rauskommt. So, dann gehst du auf gelbe Seiten, gibst ein hier Friseur, dann gibst du ein wo, dann gehen wir mal Mainz ein,
Stadt, wo ich wohne. Und dann bekommst du hier alle Friseure aufgelistet aus Mainz. Dann, bei den meisten Friseuren gibt es auch eine Connection zur Website. Dann klickst du drauf, dann kommst du auf die Webseite. Siehst du, dieser Friseur könnte auf jeden Fall eine neue Webseite vertragen. Klickst auf eine Impression, wo ist hier das Impressum? Siehst du hier, man findet nicht mal ein Impressum. Wo haben wir es denn? Impressionen, Kontaktaufnahme, Impressum. Siehst du es hier, Inhaber Oliver Schmitz, let's go, alles hier eintragen. Und dann hast du auf jeden Fall schon deine Leadliste. Hier kannst du Friseure en masse in meiner Region auf die Leadliste schreiben und händisch raussortieren. Sehr, sehr simpel. Google, gelbe Seiten, wenn du Recruiting anbietest, geh auf StepStone, geh auf Indeed und suche Unternehmen, die bereits schon nach Mitarbeitern auf StepStone suchen, weil da weißt du, die geben Geld aus, die haben Budget, die nutzen gerade StepStone und bei StepStone zahlen sie teilweise 700 oder 1300 Euro im Monat, damit eine einzige Stellenanzeige auf StepStone geschaltet wird und StepStone ist nicht mehr so gut wie damals, also funktioniert nicht mehr so gut wie damals für manche Branchen. Da kannst du direkt die Leads raussuchen, aber du musst halt einfach händisch, manuell die Arbeit reinstecken. So ist das nun mal. Wenn du kein Geld hast, musst du das machen. Habe ich gemacht, wie gesagt, ist hart, aber ist eine sehr, sehr gute Variante, um am Anfang deine ersten 100, 200, 300 Leads zu recherchieren und dann mit der Akquise zu starten. Ich würde dir raten, nutze nicht die Zeit, die Golden Hours zwischen 9 und 16 Uhr, wo du eigentlich telefonische Kaltakquise machen könntest zum Beispiel, um Leads zu recherchieren, sondern nutze die Zeit am Abend oder nutze die Zeit am Morgen, wo du so oder so niemanden erreichst, damit du das Maximum aus deiner Zeit rausholen kannst. Wenn du ab 18 Uhr Leads recherchierst für 1-2 Stunden, pro Stunde kriegst du 20 Leads hin, dann brauchst du 3 Stunden, brauchst du 5 Stunden, dann hast du 100 Leads, mach das mal 15 Stunden, in 3-4 Tagen hast du 100 bis 300 Leads drin und dann kannst du erstmal anfangen, die abzutelefonieren und das dauert auf jeden Fall. Vor allem, wenn du in die Vorlaufschleifen gehst. Das heißt, ein sehr, sehr guter Weg, um Leads zu generieren ist, geh einfach selbst in die Recherche, Google, gelbe Seiten, StepStone, Indeed, alles, was du finden kannst an Branchenverzeichnisse, da kannst du auf jeden Fall Leads recherchieren. Die zweite Strategie ist, dass du dir einfach Leads recherchieren lässt. Das heißt, es gibt verschiedene Freelancer dort draußen, die genau das, was ich dir gerade gesagt habe, selbst machen bzw. Tools in place haben, die für sie die Leads recherchieren en masse und sie diese Leads dann noch kuratieren und dir dann eine fertige Leadliste geben. Das kostet nicht viel und da gibt es verschiedene Plattformen, wo du solche Freelancer findest. Zum Beispiel Fiverr ist eine Lieblingsplattform von mir, wo ich extrem viel gekauft habe, extrem viele Dienstleistungen gekauft habe. Und dort kannst du auch Menschen finden, die für dich diese Lead-Recherche machen. Da musst du einfach nur ein paar Euro in die Hand nehmen und dann kriegst du das auf jeden Fall hin. Wir sind jetzt hier auf Fiverr. Geben jetzt einfach mal ein Lead Generation. So, Lead Generation B2B. Da siehst du, es gibt tausende Anbieter, es gibt sogar deutsche Anbieter und hier gibt es 36.254 Menschen, die diese Art von Service anbieten, für teilweise ein Apfel und Ei. Und da kannst du dir deine Lieblings-Freelancer raussuchen. Natürlich musst du den einen oder anderen Freelancer testen, um zu wissen, die Leads, die er recherchiert, sind sie auch gut? Haben sie auch Potenzial oder sind es schlechte Leads? Falsche Telefonnummern, falsche Ansprechpartner, falsche Webseiten, das haben wir alle schon gehabt. Das musst du natürlich testen. Aber das ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, damit du Geld investieren kannst und dir diese Zeit sparen kannst, wenn das bei dir geht. Hier zum Beispiel, I will deliver custom lead list fitted for your business. Jemand aus UK, da hast du hier den Cedric aus Deutschland, hast du hier B2B Leads Dachraum, auch jemand, der macht das für 10 Euro, für 10 Dollar, der macht das für 25 Dollar. Schauen wir mal ein, was der Cedric so macht. Machen wir auch ein bisschen Werbung für Cedric hier. 100 Leads, ein Tag, formatiert in einer Stunde. 20 Dollar für 250 Leads, 1000 Leads für 30 Dollar. Da würde es mich interessieren, wie gut die Qualität dieser Leads tatsächlich ist, weil 30 Dollar für 1000 Leads ist wirklich sehr, sehr wenig. Aber ich will hier dem Cedric in keinster Weise irgendwas unterstellen. Aber natürlich kannst du hier auch nach den Bewertungen gucken. Wenn jemand hier gute Bewertungen hat, was hat denn der Cedric an Bewertungen? Er hat 14 Bewertungen, A5 Sterne, das ist schon ganz okay. Der hier hat 47, dann gibt es hier andere, die haben 144, 846. Du kannst hier noch die Kategorien einstellen, also kannst hier Lead Generation eingeben. Dann nehmen wir mal Service Options, mal sehen. So, German. Gehen wir mal German ein. Seller Details. Können wir noch einstellen, ob die Person aus Deutschland kommt oder nicht. Also ob sie wirklich ob sie Deutsch spricht. So, jetzt haben wir, die Person lebt in Deutschland, die Person spricht Deutschland und sie bietet Lead Generation an. Da gibt es noch 22 Services. Aber dann kannst du zum Beispiel hier auf die zugehen und kannst sagen, okay, der Kollege hier hat 69 Reviews, 4,8 Sterne. Scheint anscheinend einen guten Service anzubieten. Dann nimmst du dir 3-4 von denen raus, schreibst denen allen dieselbe Nachricht oder ja, holst einfach Angebote von denen ein, entscheidest dich für einen, holst eine Leadliste von 100, 200 Leuten, 100, 200 Kontakten, rufst sie an,
checkst, ob die Lead-Qualität gut ist. Wenn ja, kannst du immer weiter mit ihm arbeiten. Er wird dich wahrscheinlich nach den Informationen fragen, nach aus was für Informationen soll die Lead-Liste bestehen. Dann kannst du ihm diese Lead-Liste schicken, die wir gerade erarbeitet haben. Dann kannst du ihm die schicken und sagen, hey, jeder Lead muss genau diese Kriterien erfüllen. Dann geht er für dich auf die Recherche, dann schickt er dir die Leads und du kannst sie dann prüfen, ob sie gut sind oder nicht. Das ist eine Möglichkeit und du siehst, es kostet wirklich nicht viel. Nimmst ein paar hundert Euro in die Hand und hast auf jeden Fall genug Leads, um davon sehr, sehr viel Umsatz zu machen. So, und dann gibt es noch eine dritte Variante, wo du das alles umgehst. Das heißt, du recherchierst nicht selbst, du bezahlst niemanden, der für dich recherchiert, sondern du gehst direkt in Branchenverzeichnisse. Du googelst einfach Adressen kaufen, Unternehmensadressen kaufen und dann kommen verschiedenste Anbieter. Es gibt echt viele da draußen, gibt es verschiedenste Anbieter. Dann gehst du einfach auf diese Anbieter, das sind Branchenverzeichnisse, und kaufst dir einfach einen Stack an Leads. Zum Beispiel hier eine Seite, die ich gefunden habe, von denen habe ich tatsächlich, ich persönlich, noch nichts gekauft. deutsches-branchenregister.de. Da gibst du zum Beispiel deine Branche ein. Baubranche, schreiben wir mal Bau. Was kommt da raus? Bauingenieure. Hast du 7970 Geschäftsadressen von Bauingenieuren. Baumarkt, Baufachhandel, Baugutachter, Bauberater, Baumarkt. Gehen wir einfach mal ein hier Baumarkt. Wir wollen Baumärkte akquirieren, Baumärkte, die Neukunden brauchen zum Beispiel. Dann kannst du hier entweder die Leadliste für ganz Deutschland kaufen. Das sind 7865 Adressen für 1730 Euro. Das ist ein Apfel und Ei, das ist nichts, aber nur für die Menschen, die auch wissen, wie man mit diesen Adressen Geld verdient. Und du weißt es ja, weil du die YouTube-Videos hier guckst, du weißt, wie du deinen Vertriebsprozess dann aufbaust, deswegen ist das für dich eine reine Goldgrube. Oder du kannst es nach Bundesländern sortieren, kannst sagen, ey, ich komme aus Berlin, ich will erstmal nur die Berliner Adressen, 142, dann nehme ich die, zahle ich einen 30er und dann habe ich diese Adressen bei mir drin, die kannst du dann, die bekommst du dann meistens sogar als Excel-Liste und diese Excel-Liste kannst du auch zum Beispiel in dein CRM importieren, das ist gar kein Problem. Oder du sagst, hey, ich möchte jetzt erstmal ganz Süddeutschland abbilden, dann holst du die ganzen Bundesländer aus Süddeutschland und so kannst du mit ein paar Klicks und ein paar Euro in der Stunde hunderte, tausende von Leads dir ziehen, die du dann in dein System integrieren kannst und die Person dann per Cold E-Mail, Cold Calls, teilweise sogar Cold DMs, wenn du siehst, dass die Leute auf, die Entscheider teilweise auf LinkedIn oder Facebook aktiv sind, kannst du die da sogar noch adden und kannst da noch Cold DMs machen und so kannst du das Ganze natürlich starten. Die muss natürlich bewusst sein, wenn du dir diese Adressen so leicht kaufen kannst, dann kannst auch jeder andere kaufen, aber lass dich davon nicht abschrecken. Wenn du besser bist als andere Leute in der Akquise, wirst du immer mit diesen Adressen Geld verdienen können. Und das kannst du mit den unterschiedlichsten Seiten machen. Wie gesagt, google einfach mal Branchenregister oder Unternehmensadressen kaufen, dann wirst du sehr, sehr viele Anbieter finden. Schau, welche seriös sind oder welche für dich seriös rüberkommen und kauf da einfach mal einen Stack an Adressen. Teste, ob diese Adressen auch wirklich gut sind, ob die Leads auch wirklich gut sind, ob alle Daten einigermaßen passen. Du wirst nie eine 100% passende Leadliste finden, aber ob die meisten Daten passen, und dann kannst du direkt loslegen mit der Akquise mit einem minimalen Invest an Geld. Und eine weitere Strategie, die sehr, sehr gut funktioniert und die du anwenden kannst, ist, dass du einfach mal auf Branchen-Events gehst. Das machen heutzutage immer weniger Menschen, weil wir uns digitalisiert haben, weil die letzten 3 Jahre eine Pandemie geherrscht hat und solche Messen gar nicht stattgefunden haben. Machen das immer weniger, umso besser für dich, denn du kannst auf solche Branchen-Events gehen. Ich würde dir immer empfehlen, zu zweit hinzugehen. Zu zweit ist das Netzwerken, das Leads generieren viel, viel einfacher. Und dort kannst du persönlichen Kontakt schaffen, die Leads ziehen, die Leads in dein CRM importieren und direkt am nächsten Tag anrufen oder in der nächsten Woche. Und dann ist das nicht mal die ganz, ganz kalte Kaltakquise, sondern das ist schon eine lauwarme Akquise, weil du hast die Person schon live gesehen. Live herrscht viel mehr Vertrauen, du hast dich mit ihr ausgetauscht, sie hat dir ihre Kontaktdaten freiwillig gegeben und jetzt erwartet dir ja sogar deinen Anruf. Wenn du es gut machst vor Ort, sagst du, hey, ich melde mich nächste Woche bei ihnen und dann quatschen wir einfach mal, schauen, dass wir einen Termin finden und dann kannst du nächste Woche direkt anrufen und einen Quali-Call vereinbaren. So, Freunde, das war's mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen. Jeden Donnerstag kommt ein neues Video und wenn dieses Video dich interessiert hat, dann habe ich noch 2 Videos, die du dir anschauen solltest, nämlich erstens der perfekte Vertriebsprozess für Agenturen, das heißt, wie machst du jetzt mit dieser Leadliste Vertrieb, und ein anderes Video, nämlich das HubSpot-Tutorial, wie du diese Leads nutzen kannst und sie in HubSpot einpflegen kannst, damit du auch sehr, sehr gut mit diesen Leads arbeiten kannst. Ansonsten hat es mich gefreut, dass du eingeschaltet hast und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.